Tumba de Agua. So wurde die Höhle von den Eingeborenen genannt. Es bedeutet übersetzt so viel wie Wassergrab. Wir kannten sie lediglich unter den Namen Tetlauotili, so wie wir es aus den alten Schriften erfahren haben, die unser Professor uns lieh. Tetlauotili bedeutet so viel wie Opferung. Ein passender Name für eine Höhle, die vor vielen hundert Jahren von den Azteken dazu genutzt wurde, den Göttern auf grausame Art und Weise eine angemessene Opfergabe darzubringen. Vor uns hatte noch keiner diese Höhle betreten. Die Einwohner sagten, sie sei verflucht. Allerdings gibt es kaum eine Höhle in Südamerika, von der man dies nicht behauptet. Als wir die Expedition begann, waren wir voller Hoffnung, dass wir etwas Wertvolles finden würden, wie zum Beispiel ein paar antike Vasen, Statuen oder gar etwas von dem berühmten Aztekengold. Doch was sich dort unten befand, war weit davon entfernt, etwas Wertvolles zu sein. Dort in den Tiefen der Höhle war etwas durch und durch Grauenerregendes und machte den Namen jener versunkenen Opferstätte alle Ehre, denn es erwies sich tatsächlich als ein Wassergrab. Doch wir hätten uns nie erträumen lassen, dass es ein derartig frisches Grab sein sollte, welches geifernd nach neuen Opfern gierte.